So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und jetzt, wo der Adi hier drüber gelaufen ist, habe ich gemerkt, wie das hier ruckelt. So, irgendwas scheint da nicht in Ordnung zu sein. Jetzt ruckelt es noch mehr, keine Ahnung. Muss ich mich später mal drum kümmern. Der Gefrierschrank ist on the... und fliegt. Ich habe letztens ein Nudelpaket bekommen, das habe ich euch gezeigt, das habe ich hochgeladen, das große Samyang Nudelpaket, was ich richtig geil fand, denn ihr kennt mich, ich esse ja immer diese Too Spicy Nudeln von den Samyang Too Spicy Hot Chicken Flavor Ramen und egal welche Sorte du von den Samyang Nudeln hast, da steht überall Hot Chicken Flavor. Jetzt habe ich ein Paket bekommen, das haben wir aufgemacht am Wochenende. Und da waren einfach mehrere Sorten von den Samyang Too Spicy Nudeln drin. Das fand ich richtig genial. Wer das gesehen hat hier, das sind theoretisch 10 verschiedene Sorten Samyang Nudeln. Hier sind auch die Too Spicy drin, die ich ja sonst immer esse, ne, das Original. Aber wir haben hier so viele Sorten, dass ich mir dachte, dadurch, dass das Restaurant Hibu House am Montag, wo ich sonst immer eine Folge hochgeladen habe, wo ich die Subs getestet habe, wo ich den Double Mafia Burger getestet habe, die haben nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwann je wieder aufmachen. Ich wollte da noch so viel testen. Ich wollte einen Hähnchensalat essen, mit Hähnchen drin. Wird wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr. Ich weiß es nicht. Das ist alles in den Sternen. Habe ich mir gedacht, ich werde diese 10 Packungen Samyang Nudeln jetzt mal durchtesten und gucken, dass ich jeden Montag eine Packung Bulldog Samyang Hot Chicken Flavor Nudeln teste. Ich werde das am Wochenende immer essen und euch dann in der Woche zeigen. Und angefangen mit diesem hier, das ist nämlich Samyang Bulldog Cheese. Ich weiß nicht, ob die Nudeln alle scharf sind und die zusätzlich nach Käse schmecken oder ob die einfach nur nach Käse schmecken und gar nicht scharf sind, aber es steht ja trotzdem Hot Chicken Flavor Ramen drauf. Also irgendwie sind das alles scharfe Nudeln, nur noch mit verschiedenen Geschmäckern und die Too Spicy sind halt extra scharf. Die werde ich jetzt erstmal aufmachen. Guckt euch das Vieh an, da ist immer so ein schönes Bild drauf. Da ist ein Hühnchen mit einem Käsestück. Da steht das alles so. Also die Samyang Too Spicy Samyang Bulldog Cheese Nudeln. Muss ich natürlich jetzt im Topf alles erhitzen. Das werde ich alles überspringen. Euch werde ich dann nur zeigen. Adi! Euch werde ich dann nur zeigen, wenn es fertig ist, was da drin ist. Ihr habt nämlich hier ein Tütchen, ein Käsetütchen sozusagen. Und ihr habt hier ein scharfes Soßentütchen. So wird es sein. Das ist die Soße, das ist der Käse oder die Würzmischung, irgendwas dabei. Das mache ich jetzt alles zurecht und zeige euch gleich, wenn das fertig ist. Und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. So, wir sind wieder zurück. Wir haben die Nudeln jetzt fertig gemacht. Eigentlich habe ich die in letzter Zeit, wenn ich die gemacht habe, von den Too Spicy gerade, habe ich gleich 2 Packungen gemacht, habe mir die immer in den Topf dann direkt rein. Also nur das Wasser abgegossen, habe die Soße über die Nudeln im Topf, habe aus dem Topf gegessen. Aber ich dachte, fürs Video ist es vielleicht ansehnlicher, das trotzdem auf einen Teller zu packen. Ihr habt jetzt hier eine Portion Nudeln Samyang. Ich habe diese rote Packung Soße, die da drin ist, aufgemacht, habe die schon drüber, die sieht genauso rot und feurig aus wie die Soße bei den Too Spicy Nudeln. Bei den Too Spicy Nudeln hast du nur die Soße und dann ein Tütchen mit so ein paar, ich weiß nicht mal was das ist, schwarzes Gelumse, was dann noch so drauf rumfliegt, aber die Schärfe sollte eigentlich von der Soße kommen. Jetzt hast du hier so ein Päckchen Soße, wo man jetzt denkt, wenn das die gleiche Soße ist, dann knallt das ja genauso rein. Dann ist das ja so scharf wie Too Spicy, nur dass du hier statt ein bisschen schwarzes Gelumse Käse dazu hast. Ob das jetzt wirklich Käse ist oder nicht, sehen wir gleich, denn das mache ich jetzt drüber mit euch zusammen, wenn ich das irgendwie hinkriege. Ich versuche nämlich nur Zeit zu schinden, dass das ein bisschen abkühlt, weil das ja jetzt heiß ist. Hab mir auch extra hier eine Schere besorgt, so ungefähr. Die längste Schere der Welt, damit ich das jetzt hier aufschneiden kann vielleicht. Oder kann man das einfach aufreißen? Ich glaube, das kann man aufreißen. Ja, man kann das aufreißen. Wir reißen es auf. Wir sehen schon, wenn wir so tun, dass hier leicht
wie der Käse rauskrümelt. Vielleicht hätten wir es erst rummachen sollen, dass im Prinzip also die Soße um die Nudeln verteilt ist und die ganzen Nudeln einsauciert sind und dann auf das oben den Käse drauf streuen, anstatt jetzt den Käse auf die Nudeln zu streuen, und wir haben es noch gar nicht rumgemacht und müssen es dann noch rummachen. Und dann habt ihr hier, weiß ich nicht, Alter, wie viel Käse ist da drin? Ich habe eine richtig dicke Staubwolke jetzt hier drauf. Und das nochmal hier testen. Drückt man nochmal so da dran, drückt man nochmal so. Pupsi hat übrigens die Sorte ausgesucht. Ich werde das deswegen jetzt immer versuchen, am Wochenende zu testen, wenn Pupsi da ist. Dass ich eine Sorte esse, sie davon auch gleichzeitig probieren kann. Und dann wissen wir insgesamt auch, was die beste und heftigste Sorte war. Das schmeißen wir jetzt auch wieder hier rein. So würde das jetzt aussehen, dass ihr da die Soße habt und die Soße bedeckt ist von unseren von unserem Käse mit komischem Zeug drin. Müssen das jetzt aber irgendwie trotzdem mal ein bisschen versuchen rumzumachen. Ich glaube, das mache ich jetzt in Ruhe mit 10 Händen und dann zeige ich euch das Ergebnis, wie es aussieht. Hier ist jetzt was daneben gefallen. Ei. Und einmal hochheben und wieder zusammen. Ich lasse in letzter Zeit die Nudeln auch ganz. Früher habe ich die immer genommen, habe die Packung immer komplett zusammengedrückt und draufgetreten und dagegen geschlagen wie ein Irrer, dass die alle zerbrochen sind und man dann aus diesen Nudeln innen drin insgesamt nur kleine Stückchen hat, die man einfach so essen kann, dass nichts zusammenhängt. Jetzt lasse ich den ganzen Klotz meistens so, wie er ist. Und dann habt ihr richtig zusammenhängend alles. Ihr seht das ja, wenn ihr hier reingeht mit der Gabel und ihr stecht so rein, ihr könnt im Prinzip fast den ganzen Nudelberg mit einmal hochziehen. Adi riecht schon dran und schreckt zurück. Ja, Adi, das ist bestimmt scharf, denke ich mal. Und jetzt kommt nämlich der große Test. Einmal die Samyang Bulldog Cheese Nudeln. Bin ich mal gespannt, was die jetzt können und ob die so scharf sind. Eigentlich müssten die nicht so scharf sein. Eigentlich müsste das jetzt richtig edel sein. Wenn man die Too Spicy immer isst, müsste das jetzt hier Kindergarten sein. Und dann auch noch mit Käse dran. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt dranhauen soll. Die Gabel ist einfach so komplett voll. So, bis ran. Okay. Oh. Ist das genial? Ist das genial? Ihr glaubt das nicht. Ich habe noch nie so einen Geschmack gehabt. Für normale Nudelesser würde ich es jetzt trotzdem nicht empfehlen. Ich finde die Too Spicy sind an sich ein bisschen schärfer. Aber ihr seht, selbst wenn ich die jetzt esse, du merkst die Hitze einfach. Dir brennt schon der Mund. Du fängst sofort an zu schwitzen. Die Augen drehen. Es ist heftig, ja. Aber die Too Spicy sind eben noch heftiger. Das ist eben aber das Gute, dass wirklich alle Sorten von den Samyang einfach richtig hardcore sind, aber die jetzt eben noch eine Geschmackskomponente bieten. Diese Käsenote kommt dadurch, das bringt dich nochmal in eine ganz andere Richtung und die schmecken so gut. Am liebsten würde ich noch einen Löffel, auch wenn ich eine Gabel habe, mir das ganze Ding mit einmal reinziehen. Das ist auch wie eine Sucht, du kannst dann nicht aufhören und denkst, Alter, die Nudeln, ich finde auch die Nudeln so genial. Die sind auch nicht so dünn, die sind auch schön dick, lang, du hast ordentlich was im Mund. Diese Soße dabei, dieser Kick, den du hast beim Essen und diese Geschmacksvielfalt jetzt eben durch dieses Käsetütchen, diese Cheese, Samyang Cheese.
Wenn es davon ein Fünferpack gibt, ich glaube, aber jetzt muss ich mir die immer holen, die immer gönnen. Dann sterbe ich nicht ganz so sehr wie bei den Too Spicy. Ich habe noch eine Käsenote dabei. Aber wir haben ja noch 9 andere Sorten, die wir auch testen müssen. Ich darf das halt jetzt leider nicht weiter essen im Prinzip, weil Pupsi will ja auch probieren. Ich hoffe natürlich jetzt drauf, dass Pupsi sagt, ah, nee, das ist mir zu scharf. Dann gönne ich mir natürlich auf jeden Fall noch den Rest. Richtig starke Sache. Samyang, beste Nudelfirma ever. Guckt euch das doch an, wie genial das aussieht. Mir läuft der ganze Sapper im Mund zusammen, aber ich muss jetzt erst Pupsi probieren lassen. Danach werde ich es auf jeden Fall aufessen und wir werden uns die sicherlich nochmal holen. Wenn ihr die nicht kennt, schaut mal, guckt mal bei Amazon oder so rein oder irgendwas. Samyang Bulldog Cheese oder gibt Samyang Too Spicy ein, ihr werdet andere Sorten sehen. Richtig starker Einstieg schon mal für die erste Folge. 7 Tage, 7 Samyang Nudeln. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Seht ihr dann im Titel, das war's von meiner Seite aus. Peace out. Ah, guckt euch das an, feuerrot und es brennt alles, aber es ist so verdammt köstlich, diese Soße und die Nudeln dazu. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.